Los geht es auf Zypern, ganz im Osten des Mittelmeers. Die Insel ist geteilt. Die Grenze verläuft mitten durch die Hauptstadt Nikosia. Der Norden hält sich zur Türkei. Die Republik Zypern im Süden spricht Griechisch und ist Mitglied der EU. Für die Einreise dort reicht deshalb ein Personalausweis. Ich werde für Sie heute den Süden erkunden. Und ich verspreche, es wird göttlich. Thermo Kalliosorisma, herzlich willkommen auf Zypern. Ich freue mich wahnsinnig, Sie auf diese sagenumwobene Insel mitnehmen zu können. Stichwort sagenumwoben. Schauen Sie mal, hier hinten, diese Felsen im Wasser, die gelten als der Geburtsort der Aphrodite. Ha, die Göttin der Schönheit, der Liebe, der Sexualität. Und wer hier, so sagt die Legende, diesen Felsen dreimal Mitternacht schwimmend umrundet, dem blüht ein ewiges Leben, Schönheit und die große Liebe. All das habe ich schon, kann mich also ein bisschen zurücklehnen jetzt und freue mich, dass ich Ihnen jetzt ein paar sagenumwobene Abzocken präsentieren kann, weil von denen hat Zypern einige zu bieten. Los geht's am berühmtesten Strand, dem Nissi Beach. Wer es hier bequem haben will, bucht sich eine der Liegen samt Sonnenschirm. Die sind kostenpflichtig, klar. Aber auf Zypern gibt es da eine Besonderheit. Im Lauf der Jahre bin ich ja auch ein bisschen deutscher geworden, seitdem ich Achtung Abzocke mache. Und sowas wie hier in Zypern mag ich wahnsinnig. Weil die Regierung gibt hier einen Preis vor. Und schauen Sie mal hier, für eine Sonnenliege 2,50. Für einen Sonnenschirm ebenfalls 2,50. Und nicht pro Stunde, sondern für den ganzen Tag. Super, wenn sich alle dran halten würden. Am Nissi Beach will ich mir also eine Sonnenliege mieten. Welche? Ach, eigentlich egal. Denn die Preise sind ja klar geregelt. Zumindest denke ich das. In der Nähe einer schicken Strandbar findet sich ein Plätzchen. Hier wird es, glaube ich, ein bisschen teurer sein, was die Getränke angeht, weil es hier schon eine Auflage gibt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich finde es schön. Staatliche Preise sind staatliche Preise. Was zu trinken gibt es auch. Wow, hier werde ich ja sogar am Platz bedient. Für mich und Kameramann Uli bestelle ich 2 Bier und 2 Cola. Und ich entdecke unter dem Tischchen einen gut gekühlten Kübel. Eins will ich nicht unterschlagen und das ist das hier. Das ist eine Flasche Wasser. Ob das wohl umsonst ist? Wohl kaum. Ja, vielleicht ist es auch inklusive, weil er macht ja hier auch Umsatz mit uns. Ne? Also wir haben 2 alkoholische, 2 nicht alkoholische Getränke bestellt und die 57 für das Set, unter dem wir sitzen, was uns vor der Sonne schützt. Schön. So eine Flasche, ehrlich, im Supermarkt 40, 50, 60 Cent Maximum. Ne? Aber trotzdem. Ich bin gut versorgt mit kühlen Getränken, die ich nicht mal selbst holen muss. Die Liege ist bequem. Ach, das Leben kann so schön sein, bis die Rechnung kommt. 36 Euro, Augenblick. Was hat er gerade gesagt? Moment mal, Moment mal, was hat er gerade gesagt? 36 Euro? Irgendwas stimmt hier nicht. Thanks, Buddy. Danke, mein Freund. Warte mal, ein bisschen Trinkgeld. Ja. Oh, wait. Vielen Dank. Warte mal. Ich will nicht unhöflich sein, der Mitarbeiter kann schließlich nichts für die hohe Rechnung. 36 Euro, davon 16 für die Getränke. Das ist okay, aber die Liegen und das Wasser schlagen mit 20 zu Buche. Das heißt, sobald ich es mir hier zu zweit gemütlich mache, bin ich mindestens 20 Euro los. Also 2 Cola für 7 Euro, 9 Euro für 2 Bier, aber 20 Euro... für diesen Sonnenschirm und die 2 Liegen. Sag mal, hallo? Ist es hier irgendwie Copacabana erste Reihe? Ist es hier ein VIP-Sonnenschirm oder was? Nur um Ihnen das mal zu zeigen. Ich gehe jetzt von meiner einen Strandliege 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Schritte hierher und liege an einem ganz genauso schönen Strand, sogar am selben Strand. Entschuldigung, das waren keine 15 Meter, die ich jetzt gelaufen bin. Es dauert nicht lange, da kommt auch hier jemand vorbei. Aber der Mann ist kein Kellner. Er kassiert für die Liegen und den Schirm.
Was kostet es? 20, 30? Sonnenschirm? Ja, ich brauche einen Sonnenschirm. 57, 250, 250, 250, 57. Ja, so geht's doch. Okay. Eine Frage, mein Freund. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Warum ist hier so günstig und 10 Meter weiter so teuer? Ich weiß nicht. Wissen Sie nicht? Vielen Dank. Danke trotzdem. Bye-bye. 2,50, 2,50, 2,50. Man kann ja auch schön erkennen. Das ist alles so in Farben. Das hier ist für den Schirm rosa, nehmen wir, damit die Platte nicht rosa wird. Und das hier ist für die beiden Liegen. Das ist doch toll. An der Bar nebenan hole ich genau die gleichen Getränke wie gerade eben. Ist das hier genauso teuer? Ups. Ich rechne noch mal für alle durch, ne? Was ich jetzt hier habe, machst du mal frei für mich? Ist exakt dasselbe, sogar ein bisschen mehr und größere Portionen, wie wir da 10 Meter weiter getrunken haben. Nämlich eine Flasche Wasser, 2 Bier und 2 Cola. Ausgegeben habe ich dafür gerade eben 16 Euro. Nehmen wir das hier noch dazu, die 7,50, sind wir bei, richtig, 23,50. Aber nicht bei 36 Euro. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn man das hochrechnet auf den ganzen Urlaub, das kann teuer sein. Sehr, sehr teuer sein. Das Strandset bestehend aus 2 Liegen und einem Schirm. Am öffentlichen Strand kostet es 7,50 Euro. Bei den Luxusliegen zahle ich ohne extra Getränke 20 Euro. Das ist ein Mehrpreis von 12,50. Hochgerechnet auf 10 Tage Urlaub sind das 125 Euro. Sehen Sie sich vor, wenige Meter weiter, zack, ist die Urlaubskasse leer. Nicht mit uns. Wir wissen ja, wie es geht. Prost. Eine Zweiklassengesellschaft am Strand? Muss das sein? Wo doch die Preise von Amts wegen festgelegt sind? Oh Mensch, das war aber jetzt wirklich ein teurer Nachmittag am Strand gestern, oder? Irgendwie unbefriedigend. Die Urlaubskasse schon leer ist. Ich mach das nicht die ganze Urlaubswoche, so viel Geld für den Strand zahlen. Warum überhaupt, wenn es da öffentliche, festgelegte Preise gibt? Nämlich 2,50 pro Bett oder Sonnenschirm. Fragen wir nach im Rathaus von Ayanapa. Ich bin verabredet mit Dimitris Paderas. Der Mann ist, gibt es wirklich, Strandbeauftragter der Stadt Ayanapa. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Sagen Sie mal, wie viele Strände gibt es hier in Ayanapa? Es gibt 20 Strände, die wir bewirtschaften. Dort finden Sie Duschen, unsere Strandliegen und alles, was Sie sonst so brauchen, wenn Sie einen unserer Strände besuchen. Und dafür verlangt die Gemeinde Geld. Sie ahnen es. Die 2,50 pro Liege oder Schirm. Aber warum habe ich dann viel mehr bezahlt? Die öffentliche Stelle, die für die Strände zuständig ist, hat die Preise auf ganz Zypern festgelegt. Wer mehr verlangt, muss extra Services anbieten. Zum Beispiel Obst oder ein Handtuch. Eben etwas mehr als nur die Liege. Die Gemeinde selbst bietet keine zusätzlichen Services an, wie zum Beispiel einen Hotelbesitzer, der auf seinem Strandabschnitt Strandliegen hat und mehr verlangt. Deshalb bezahlt man bei uns nur für die Liege oder den Sonnenschirm jeweils 2,50 €. Ich komme bestimmt wieder an einen Ihrer Strände, jetzt weiß ich ja auch an welchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Am öffentlichen Strand darf also nur die Gemeinde Liegen und Schirme aufstellen und dafür den festgelegten Maximalpreis verlangen. Ein Aufschlag für Extra-Services ist hier allerdings auch erlaubt. Und wieder was gelernt. Bitte vorher alle Getränke in einem Supermarkt besorgen. Da müssen Sie auch nicht bedienen lassen am Strand. Und wenn Sie sparen wollen, wie das hier alle Touristen tun, achten Sie vor allem auf diese Schilder. Die der offiziellen Strandbehörde. Ich will das noch mal zeigen. Für all diese Liegen hier gilt, sollte gelten, 2,50 € für die Sonnenliege und 2,50 € für den Sonnenschirm.